Herzlich willkommen bei ISS TV. Mein Name ist Sarah Lastiani und heute stellen wir euch das Making-of des neuen Videoclips von DJ Teddy O featuring Mary Winans' Touch from Afar vor. Es begann damit, dass sich alle trafen, um das Equipment zu checken und den riesigen Kran aufzustellen, der später noch eine wichtige Rolle spielte. Schaut euch an. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zum Making-of von DJ Teddy O featuring Mario Winans. Wir machen jetzt gerade Achtung Scheiße. Wir machen gerade Equipment Check. Checken, dass alles da ist, bauen es auf, werden konform mit dem Equipment und dann geht's los. Teddy zahlt es. 10.000 Euro. Wir suchen die. Dringend. Der Haken an der Sache ist, inklusive Mehrwertsteuer. So, jetzt haben wir Outfits ausgesucht für die Soso. Tettchen mit Tettchen, blende das bitte ein, Tettchen. Wird jetzt geschminkt und dann geht es los. Team ist, glaube ich, auch hoffentlich fertig. Dann wird so geschminkt und dann geht es einfach in Köln und wir nehmen alles auseinander. Als erstes wurden die Story-Szenen mit Teddy O gedreht. Der erste Spot fand in einem Café statt. Der Teddy geht rein mit die Flyer von Soso und fragt den Besitzer, ob er die Flyer im Schaufenster auslegen kann und ob er so gesehen hat. Ich muss sagen, dieser Dreh war sehr, sehr stressig für mich. Er hat mich minimum 30 Jahre altern lassen. Allerdings habe ich auch ziemlich viel bei diesem Dreh gelernt. Der nächste Spot fand auf der Kirmes statt, wo Teddy O Kindern Plakate von Soso gab, die sie überall aufhängen mussten, damit Mary Winans seine Liebste wiederfindet. So, meine Damen und Herren, wir sind hier auf der Deutzer Brücke in Köln. Auf der Deutzer Brücke in Köln, Spot Nummer 2. Unglaublich. Es ist unfassbar schwierig, auf diese Brücke zu kommen, ohne Köln-Kenntnis. Ich wollte halt eine richtige Story um diesen Track haben, weil er einfach inhaltlich was hergibt und einfach es um eine Liebesgeschichte geht, mit der sich jeder identifizieren kann. Wir bedanken uns bei Patrice, dass er uns sein Tonstudio zur Verfügung gestellt hat, denn da wurden die Intro-Szenen von Teddy O gedreht. Wir sind live und direkt in die Supau-Studios von einem meiner engsten Freunde, von Patrice. So sieht's aus.
war auf jeden Fall ein sehr, sehr stressiger Dreh, aber für uns war wichtig einfach, dass wir am Ende des Tages einfach das Bild einfach einfangen, was einfach interessant und gut ist. Und genau das war, wo Bass einfach, der Videodirektor, total perfektionistisch einfach veranlagt ist. Dass in Musikvideos dicke Autos vorkommen, das wissen wir. Aber auf einem Lamborghini eine Kamera zu montieren mit Saugstativ, das ist nicht so üblich. Bass wollte unbedingt seinen Kopf durchkriegen, hat er geschafft und der Besitzer hat fast einen Herzinfarkt bekommen. Ladies and Gentlemen, live und direkt, DJ Teddy Omar Rewinds Video Shooting. So, wir sind jetzt im Hilton Hotel in der Hotel Suite mit einem wunderschönen Blick auf die Kölner Altstadt, auf die Brücke, auf den Kölner Dom. Gleich wird das erste Setup gedreht. Und wir haben noch jemanden hier, der will auch noch was sagen. Perfect! Hey! somebody want to say hi to you, hold on. We here shooting this video with my man DJ Teddy O. Touch me from afar. It's gonna be a smash, a super duper hit video. Everybody's here, everybody's ready. We got the beautiful lady here. Yeah. And we're gonna do our thing. Let's go. This what's up? Far, it's just basically how I feel being away from the people I love and, you know, just traveling around the world. And sometimes, you know, you just have a missing feeling of somebody that you love and you kind of just wish you could feel them at that certain moment. And so, you know, I just wrote a song about touching me from afar. In other words, just, you know, having an experience with somebody that you miss a lot just being in another country. So, Drehtag numero 2. Wir sind jetzt gerade hier an der Hohenzoller Brücke, spielt eine Rolle in diesem Musikvideo, wird auch ein paar Mal auftauchen. Es regnet, wollten wir nicht. Es ist dunkel, wollten wir auch nicht. Und wir sind 2 Stunden hinterher, wollten wir auch nicht, aber so ist es halt, wenn man schwarz sieht. Dass ein Videodreh super strukturiert sein muss, ist klar. Aber man kann auch nicht alles voraussehen. Was macht man, wenn es zum Beispiel regnet? Romantischste Ort in Köln ist definitiv die Hohenzoller Brücke. Well, first of all, Teddy is my friend. We're like brothers, you know, and it's not just a work relationship. Like, this is my man. You know, he can call me to talk about anything, music or non-music. If he needs help in any way, I'm gonna be there for him. And so that was the first initial thing. And then when I got to the studio and saw how talented this man was and how much of a musical ear that he had, it just made it that much easier. How long did it take us to write that song? About an hour and a half. It was quick. The song was great. He was super professional and he had it. You know, everything was great, man. And this man, his hospitality is very, very good. And that's my man. My brother from another mother. Oh yeah. Als nächstes ging's weiter im Hotel. Ja, der Kran wurde oben aufgebaut. Ja, der Kran wiegt 1 Tonne
und ist 6 Meter lang. Ja, die Jungs mussten 3 Stunden auf- und abbauen. Als die Schlafzimmerszenen fertig gedreht wurden, ging es weiter ins Wohnzimmer, wo Mary Winans am Klavier saß und seine zweite Strophe spielte. Like I said, it's all an individual thing, but for Teddy, his precision and his consistency about getting the song done, making sure it's right, he didn't really just let it slide. Nothing slipped through the cracks, not one single thing, and that's what I really respect about this man. Like, he saw it all the way through. He didn't just come with the beat and say, okay, I'm gonna put the rest on Mario. Damit wir keine Ärger bekommen. Wir wollen ja alles ordentlich hinterlassen. Hast du mir überlegt? Was ist das? Ich danke meiner Oma. Sie hat mir ist raus, oder was? Wie hast du das gemacht? Mit Eis. Wir sind gerade einer Hotelzimmer komplett Bodenreinigung entkommen, Gott sei Dank. Und das Witzige ist, dass meine Kreditkarte an der Rezeption liegt. Aber unser Aufnahmeleiter, der Elias, der kriegt alles in Griff. Elias, du kriegst auch einen Griff, oder? Ja, ja. The part was funny too, just to look at our faces like we really acted right now, but it was cool. He's more of an actor than I am, I can't act. No, you man, you have to get the next Oscar, you know, so... But he's nominated for the next Oscar, you know? Über die finale Performance mit Mario Winans und mir stattfinden. Die Location ist echt geil, das Bild wird super aussehen. Also bleibt dran, zieh uns das rein. Bitte Teddy O, Mario Winans, ich sehe schwarz, coming at ya. Wir haben das Maximum wurde rausgeholt aus den Bildern und aus dem Drehbuch und aus der Performance und aus der Story und aus dem Equipment. Shout out to my man Michael Bass Jackson, holla at your boy. You showed this video with his company, yes. ISS. Yes. This what's up. Another very professional guy when he introduced me to me. So, ich glaube, ich bin dem Bad schon ziemlich hart auf die Eier gegangen und immer wieder darauf gefragt, schaffen wir das mit dieser Szene, die du gerade abfotografiert hast, mit der Abschlussszene, schaffen wir das mit der Szene? Und immer wieder, ja, wir schaffen das. Ich glaube, ich habe das Team ein bisschen wahnsinnig gemacht. Für die, die gesehen, alle, die Team gemacht haben, sorry dafür. Man hört immer wieder dieses, ich sehe schwarz hier, ich sehe schwarz da, ich sehe schwarz dort drüben, ich sehe schwarz dort hinten. Ich für meinen Teil kann definitiv behaupten, ich habe bei diesem Videodreh mit Mario Winans zu meiner neuen Single Touch from Afar definitiv schwarz gesehen. So, und das war's. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.